Ja, moin zu einer neuen Mod-Vorstellung hier im LS22. Ja, wir gucken uns jetzt heute mal hier den schicken IHC 946 an. Das ist das schicke Teil. Und ja, wir gucken uns den Schlepper dann wie immer erst einmal im Shop an. Ihr findet den Schlepper unter Kompakttraktoren. Da müsst ihr einmal, wie jetzt in meinem Fall, ganz bis nach hinten durchscrollen und da habt ihr ihn. Da ist das Teil. So, und jetzt können wir hier erst wieder ein paar Sachen konfigurieren. Zum Beispiel, ob wir jetzt so einen Bügel haben wollen, so wie hier, oder ob wir richtig ein Verdeck haben wollen. Fritzmeier Verdeck. Oder ob wir hier so eine Perfektkabine haben wollen. Das können wir dann hier auswählen. Oder Anhängerkupplung können wir Standard auswählen. Oder Fronthydraulik. Fronthydraulik 2. Können wir dann hier alles auswählen? Dann können wir hier mit Kennzeichen auswählen oder ohne Kennzeichen. Dann Frontladeranbau FL oder Standard. Ja, dann haben wir hier noch Motorausführung, also 946. Ist ja das, was wir jetzt hier ausgewählt haben. Dann können wir noch 946 aufgedreht auswählen oder 10. 46 und 1046 aufgedreht, 1246 und 1246 Turbo, dann die Reifenvariante bzw. der Reifenhersteller. Aber da haben wir dann BKT, Kleber. Okay, das war's dann auch. Felgenfarbe können wir hier noch ein bisschen was auswählen. Mir persönlich gefallen diese beigen Felgenfarben am besten. Dann lassen wir das jetzt mal so. Ja, also es gibt hier doch ein paar Sachen, die man auswählen kann. Was ich aber ein bisschen schade finde, dass man die Reifenvariante nicht auswählen kann. Hier steht zwar Reifenvariante, aber das ist nur der Reifenhersteller. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Man kann jetzt hier nicht auswählen, ob man Breitreifen haben will oder Pflegebereifung haben will. Und das, finde ich, gehört bei so einem Schlepper einfach mit dazu. Das sollte eigentlich schon, irgendwo vorhanden sein auch. Also das ist schon mal ein dicker Minuspunkt. Das gefällt mir schon mal nicht. Aber so ansonsten finde ich den Schlepper eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt gucken wir uns den Schlepper mal von außen an. Hier den schicken 946. Eigentlich ein ganz schicker Schlepper, wie ich finde. Auch in der Realität mache ich den total gern leiden, den 946. Jo, grafisch muss ich sagen, ist er echt gut gelungen. Also ich sehe jetzt hier keine großartigen verwaschenen Texturen. Also da hat man sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben, das muss man echt sagen. Das passt hier hinten auch soweit alles. Der Schlepper hat, soweit ich weiß, auch schon Allrad. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Doch, da hat man sich richtig Mühe gegeben. Hier auch schön mit den Spiegeln dran. Und jetzt setzen wir uns mal rein und hören mal eben uns den Sound an. Das hört sich ja schon mal richtig schick an, der Sound. Ja, hier innen im Schlepper sieht das eigentlich auch soweit alles ganz gut aus. Alles schön detailliert. Das gefällt mir auch richtig gut. Und wir haben hier einen Sitz mit Fellbezug. Okay. Also wenn es mal regnet, dann ist der Sitz auch im Eimer. Solche Stoffsitze sind da normalerweise nicht auf diesem Schlepper drauf, aber gut, vielleicht hat man den mal irgendwann nachrüsten lassen, diesen Stoffsitz. Persönlich halte da nichts von, wenn der Regen drauf kommt, dann ist der ruckzuck im Eimer. Naja, gut, ja, innen
Du hast soweit auch relativ schick aus. Da gibt's nichts. Gefällt mir auch ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren dann jetzt mal eine kleine Runde. Die Hebel bewegen sich nicht. Aber das muss auch alles gar nicht unbedingt. Wenn das natürlich vorhanden ist, ist das immer eine schicke Sache. Aber auch wenn es nicht vorhanden ist, dann macht das auch gar nichts. Ja, soundtechnisch gefällt mir das eigentlich auch ganz gut. Der Sound, der kommt soweit auch hin. So, das ist schon ein originaler IAC-Sound, den wir jetzt hier zu hören kriegen. Ich habe jetzt ja auch Kopfhörer auf und ich muss wirklich sagen, das ist ein echt schicker Klang, den ich jetzt hier auf Ohren habe. Also das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Man hat sich da Mühe gegeben. Drehen jetzt mal einfach hier um. Und er fährt sich auch, muss ich ehrlich sagen, erstaunlich gut. Ja, Lenkrad habe ich jetzt nicht angeklemmt. Also für Mod-Vorstellungen klemme ich das jetzt nicht extra an. Wenn ich natürlich länger spiele, dann klemme ich natürlich das Lenkrad an. Aber jetzt so für die Mod-Vorstellung lohnt sich das nicht. Und extra immer wieder das Lenkrad anklemmen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut, der Schlepper. Ich würde dem Schlepper jetzt 4 von 5 Sternen geben. Weil eigentlich gibt es bei jedem Mod immer noch Sachen, die man verbessern könnte. Also es gibt eigentlich keinen Mod, der zu 100% perfekt ist. Oder nur ganz, ganz wenige. Ja, ich gebe dem Mod jetzt 4 von 5 Sternen. Ganz einfach, weil ich nicht auswählen kann zwischen Breitreifen und dem ganzen Kram und zwischen Pflegebereifung und so weiter. Das ist immer so ein bisschen schade. Ne, deswegen nur 4 von 5 Sternen. Aber ansonsten eigentlich, muss ich sagen, echt schicker Mod. Also ansonsten hat man sich eigentlich wohl ziemlich Mühe gegeben. Das gefällt mir richtig gut. Ja, wenn euch der Mod auch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Abo da und lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich packe den natürlich wie immer in die Videobeschreibung und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich, bleibt alle munter und bis zur nächsten Folge. Seht ihr.